die Unwetter kommen, die Hitze geht. Und das schauen wir uns in diesem Video jetzt ein bisschen genauer an, die kommenden Tage. Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich hier bei Justins Wetter zu diesem Wetterbericht. Wir starten auch direkt rein, soll kein langer morgendlicher Wetterbericht werden mit dieser wirklich sehr, sehr guten Shelf Cloud hier, die dann hier aufgezogen ist. Und dann, wenn ihr Fotos, Videos, Bilder etc. habt, schickt sie mir gerne an justinswetter@gmail.com. Könnt ihr auch gerne auf meinem Discord-Server tun. Außerdem geht das sehr, sehr gut auch auf Instagram. Alles habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wir gehen jetzt weiter, schauen wir mal auf die Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag. Und dann gab es verbreitet 30 bis 33 Grad, also es war sehr, sehr warm bis heiß. Und dann sehen wir hier dann auch teilweise 34 Grad wurden dann doch gestern gemessen. Also ein sehr, sehr heißer Tag war das, der dann gestern hinter uns lag. Die aktuelle Wetterlage vom heutigen Mittwoch. Und da würde dann aus Südwesten sehr, sehr warme bis heiße Luft zu uns nach Deutschland strömen. Und dann hätten wir hier so einen Tiefdruckknubbel sozusagen, der uns dann diese sehr, sehr schwüle und heiße Luft zu uns befördern würde. Mit einem Hoch weiter Richtung Westen und ein Hoch hier im Osten würde das Ganze dann zwischendurch auch sonnige Phasen enthalten. Gehen wir rein und schauen wir auf die Cape-Werte jetzt vom Mittwoch und die werden dann doch vor allem hier in der Osthälfte deutlich erhöht. Hier muss man dann noch mit Starkregen, Hagel und auch Sturmwind vor allem in der Mittagszeit rechnen. Hier könnten dann doch schwere Gewitter bzw. Unwetter aufkommen. Und hier jetzt mal nach dem Eiken-Modell das Ganze gut zu erkennen, diese Gewitter hier bzw. im Osten und Südosten. Aber auch teilweise im Süden kann es dann doch das ein oder andere knackigere Gewitter geben. Schauen wir uns jetzt die Wetterlage zusammengefasst an und da werden wir dann doch wirklich sehr, sehr schwere Gewitter bzw. Unwetter bekommen. Vor allem hier Richtung Westen könnte es mal ein bisschen kühler werden. Richtung Osten hätten wir dann doch wirklich diese sehr, sehr schweren Gewitter bzw. Unwetter mit Starkregen, Hageln und auch Sturmböen. Und das wäre dann die Gewitterlage oder die Gewitterkarte, vor allem hier im Osten bis im Süden, diese deutlich erhöhten Cape-Werte, die hier dann vorhanden wären und dann diese deutlich erhöhte Gewitter- bzw. Unwettergefahr. Und dazu würde es auch, wie gesagt, sehr, sehr heiß werden, hier in der Osthälfte Temperaturen bis zu 33 Grad durchaus möglich. Gehen wir rein, einen Tag weiter, schauen wir jetzt auf den Freitag. Alles heute Morgen beim Schnelldurchlauf. Ich habe nicht genügend Zeit, hier mehrere Minuten das alles jetzt aufzunehmen. Und dann hätten wir dann hier über der Mitte dann doch diese erhöhten Cape-Werte mit der Gefahr von Starkregen, Hagel und auch Sturmböen, die dann doch hier vorhanden wären. Deswegen auch hier dieses Ausrufezeichen-Symbol. Und dann müssen wir nach dem Eiken-Modell hier in der Mitte dann noch mit diesen so wirklich sehr, sehr schweren Gewittern bzw. Unwettern rechnen. In der Mitte und im Süden wohlgemerkt diese Gewitter bzw. Unwetter. Das GFS-Modell rechnet diese Gewitter bzw. Unwetter dann doch verbreiteter mit wirklich Starkregen, Hagel, Sturmböen. Alles das große Programm mit dabei. Übrigens, bei mir regnet es gerade. Hier gab es dann eben auch ein sehr, sehr heftiges Gewitter, das dann hier entlang gezogen ist. Tageshöchsttemperaturen, die habe ich jetzt noch vergessen und die schauen wir uns jetzt an. Da sehen wir dann hier Richtung Osten und Süden dann wieder sehr, sehr warme bis heiße Temperaturen von teilweise wieder bis zu 30, eventuell sogar 31, 32 oder 33 Grad. Die hier aktuell berechnet werden. Also das würde dann wieder ein sehr, sehr warmer bis heißer Tag werden und die Gewittergefahr vor allem in der Mitte im Süden dann doch mit der höchsten Warnstufe auch Richtung Westen, höchste Warnstufe im Norden, nicht so eine ganz erhöhte Gewitter- bzw. Unwettergefahr, aber die ist dann doch hier auch vorhanden. Jetzt habe ich nochmal beide Tage zusammengefasst. Den Donnerstag, da wird es dann doch ein Mix aus Sonne, Wolken mit einzelnen kräftigen Gewittern geben, aber ohne Unwettergefahr. Die Temperaturen würden bei 22 bis 28 Grad liegen. Und der Freitag würde dann vor allem in der Mitte und im Süden schwere Gewitter bringen mit Unwetterpotenzial. Im Norden würde das Ganze dann nicht ganz so heftig ausfallen. Dann noch die gemittelte Wetterlage. Jetzt für den 23.07. im Süden sehr, sehr heiß. Im Norden eher Hochdruck, im Süden wie gesagt, im Süden Hochdruck, im Norden Tiefdruck und die sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen würden dann doch hier Richtung Süden doch eher liegen, könnten dann sogar langsam Richtung Deutschland gelangen. Also es würde doch wieder sehr, sehr warm bis heiß werden und die Niederschlagsmengen, die wir dann hier hätten, wären dann noch verbreitet über Deutschland sehr, sehr hoch. Außer hier Richtung Nordbayern, hier hätten wir so einen Fleck, wo mal weniger Niederschlag runterkommen würde nach jetzigem Stand. Also da würde es dann doch kaum bis gar keinen Niederschlag geben. Dann noch zum Schluss, zum guten Abschluss würde ich mal sagen, die Ishormels. Für die Temperaturen jetzt in 1500 Metern Höhe und die Niederschlagssignale. Die weiße Linie ist das Mittel die rote Linie ist das Mittel der letzten Jahre und das weiße ist das Mittel aller Modellberechnungen.
Und die ganzen Läufe finden wir hier in Bund. Und das Ganze hier jetzt für den Norden erst hier so leicht überdurchschnittlich. Dann gehen wir doch hier runter auf durchschnittliche Temperaturen mit einigen Niederschlagssignalen in Form von Schauern und Gewittern, die dann doch wieder vorhanden wären. Und im Osten ähnliches Spiel. Erst diese sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen. Dann gehen wir runter auf durchschnittliche Temperaturen. Auch hier mit einigen Niederschlagssignalen das Ganze durchsetzt. Dann noch der Süden. Und der Süden, ähnliches Spiel. Auch hier erst diese sehr, sehr warmen bis heißen Temperaturen. Dann gehen wir auch hier bergab mit vielen Niederschlagssignalen, die dann doch hier eigentlich die ganze Zeit vorhanden wären. Meist in Form von Schauern und Gewittern würden sie dann einhergehen. Also es würde doch ein sehr, sehr gewittriger Tag dann oder gewittrige Tage dann geben. Das Ganze noch im Westen, hier eher alles beim langjährigen Mittel, kein großer Wärmeberg hier in Sicht, eher im Durchschnitt mit einigen Niederschlagssignalen, die hier vorhanden wären, meist auch hier als Schauer und Gewitter, aber nicht wirklich dramatisch. Zum Abschluss dieses morgendlichen Kurzwetters werde ich dann jetzt noch euch informieren, denn ihr könnt jetzt gerne ein Like und ein Abo dalassen. Außerdem könnt ihr in meinem Merch-Shop vorbeischauen, dort gibt es Justins Wetterartikel. Außerdem könnt ihr Kanalmitglieder werden, ich würde mich sehr darüber freuen.